Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Wir sind in den letzten Folgen angekommen. Also nicht der letzten Folge, sondern es gibt, glaube ich, noch diese und eine und vielleicht noch eine. Mal schauen. Aber wir sind bald fertig und zwar werden wir jetzt Alabu diese Runde angreifen oder ja, halt diese Folge angreifen und erobern. Der kann uns nichts entgegenwerfen. Dann werden wir, warte, ich zeige euch das mal kurz. Dann werden wir mit dieser Armee hier nach Ponto gehen und von oben werden wir hier eben Pergamon angreifen. Ich habe überlegt, hier die da mit einer Armee anzugreifen, weil das sind nur zwei Städte. Und diese Armee wieder zurückzuschicken und hier Kleinasien anzugreifen. Mit den zwei stapfe ich gerade nach oben. Ich weiß nicht warum, was ich mir dabei gedacht habe. Aber Hauptsache, die stapfen mal rum und ja. Ja, Avena müssen wir jetzt mal schauen. Weil das ist eine Siegbedingung. Dass wir das da entweder durch Klientel, Königtum oder so weiter oder also so ähnlich. Genau, dass wir das erobern. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal werde ich hier wieder ein bisschen Mamfi-Mamfi machen. Lokalen Handel ist immer ganz gut. Warte mal. Dann hier haben wir nichts. Hier haben wir minus 4 Nahrung, aber Forschungsrate. Da brauchen wir eigentlich gerade nicht so. Wachstum und Landwirtschaft. Minus 8 Nahrung können wir uns gerade nicht leisten. Hier machen wir. Wie sieht's denn eigentlich? Ah, okay. Dann machen wir hier das Forum. Hier Palästina. Das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Das machen wir auch nicht. Wobei minus 2 Nahrung. Ja, das brauchen wir da auf jeden Fall nicht. Das geht, denen geht es ja gut. So, dann. Armeen Wolfpack. Genau. Die sind noch nicht marschiert. Aber die werden auch nicht marschieren. Blauäugiger Bob. Und Speer des Ares. Was machen der da? Achso, genau, meine Familie ist so, ja, so winzig. Die haben ja immer noch keine Kinder. Und die da sind so voll groß. Das ist schon, ja. Interessant. Genau, gut. Dann nächste Runde, die bekommen keine. So, Handy ist auch weg für etwaige Störgeräte. Störgeräusche, nicht Geräte. Genau. Also, ich zeige euch gleich mal nochmal die Siegbedingung. Und, ja, wir haben es eigentlich gleich geschafft. Also, wir brauchen für wirtschaftlichen Sieg brauchen wir Kleinasien noch. Für den gesamten Sieg, also wenn wir. Was passiert hier? Wenn wir. Also das große Überziel, sage ich mal, oder militärisches Ziel, ist dann eben Spanien komplett. Also da brauchen wir eigentlich noch die Ostküste. Und da sind die Avena. Also Avena, wenn wir die jetzt noch angreifen, dann dauert es auf jeden Fall mehr als drei Runden. Wir können ja mal die südlichen, also die zwei Armeen in Spanien so hintrapieren, dass wir die auf jeden Fall, wenn wir die angreifen, sehr stark treffen. Okay, befreit. Keuchis hat König, die Heimatsiedlung dieser vormaligen Fraktion wurde befreit. Sie könnten nun als Fraktion wieder tauchen. Verschleiß.
auf. Was? Ja, wow. Aber die hat doch den Aufstand angeführt, oder was? So. Genau, dann stapfen wir mal hier fröhlich los. Und die da kommt in 9 Runden. Wieso? Achso, weil ich hier. Das ist doch idiotisch, was ich hier gemacht habe. Warte mal. Das ist doch voll idiotisch. Ich kann da doch auch in einer anderen Siedlung, zum Beispiel hier unten, Schiffe bauen. Ah, mache ich schon. Okay. Dann kann ich doch in einer anderen Siedlung noch Schiffe bauen. So, das sind alles gegnerische Flotte aufstellen. So, wir bauen so viel. Wieso haben wir so wenig? Die ist doch Kocke. Die ist doch Blödsinn. Ah, wir bauen gerade das, okay. Besorgte Bevölkerung, bla bla, gut. Wir könnten die mal. Also, warte, genau, jetzt zeige ich das euch mal. Also, genau, hier das Militärische ist das da, sollen wir erobern. Einheiten müssen wir halt noch ein bisschen und Seeeinheiten, deswegen baue ich die. Die andere Version ist, dass wir das da besitzen. Aber an sich, also ja, das da fehlt noch. Oh, warte mal. Da können wir jetzt mal dem Makedonier sagen, dass sie die Stadt angreifen sollen. Genau. Ja. Dann hier. Die mögen uns gar nicht, ne? Ja. Die Getula mögen uns ein bisschen. Mit denen können. Willkommen, ehrbarer Abgesandter. Ja, na gut. Die Götter fordern zu Recht Demut von uns. Wir dürfen uns nicht auf eure Kosten bereichern. Na gut. Ich biete es ja nur an. Ja, komm, mit denen schaffe ich dann. Warte, ich brauche 4 Runden und so brauche ich mehr. Aber ich glaube, der greift jetzt eh, also greift jetzt die an, weil ich das gesagt habe. Aber ja, ich starte mal einmal zurück. Das ist halt ja echt blöd, dass ich hier halt ja, so Nahrungsverschleiß habe. Und zwar heftigen Nahrungsverschleiß. Also heftigen Verschleiß. Warte mal, das mache ich kurz weg und greife die an. Hinterhalt mache ich automatisch. Aber hier. Da sollte. Ah, ja. Da sollten alle meine Einheiten überleben. So, jetzt geschwind zurück in Bau. So. Du hast noch eine Tradition bekommen. Das ist natürlich super. Was gibt's hier? Angriffsbonus und Reichweite. Und hier ziemlich heftigen Nahkampfangriff. So, ups. Kavallerie. Offensivkämpfe. Das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, ich mach mal den Angriffsbonus, damit sie hier weiter latschen können. Du gehst mal hier und schaust, was in Tour ist. Na, ja, nix. Gut.
Wir müssen jetzt unbedingt, unbedingt, unbedingt die unsere Nahrungsmittelknappheit in den Griff bekommen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ganz gut, ganz gut. Das heißt, das da können wir abreißen. Das da können wir abreißen. Und ja, das können wir eigentlich auch abreißen. Weil, ja, wir brauchen hier oben keine Armee mehr. Du baust gerade, das ist sehr brav. Jetzt können wir Folgendes machen. Nein, jetzt können wir Folgendes machen. Und zwar hier, den kann ich nicht schicken, den nicht, den kann ich schicken. Ja, Diplomaten zu den Arvenern. So. Kann ich nicht schicken, dich nicht. Ach, das ist doch doof. Dich könnte ich schon noch schicken. Zu haben. Afrika. Nee, warte. Dann mache ich noch, trotzdem noch ein Messier. Zu den Ekenern. So. Super. Und dann hier schicke ich den mal nach unten. Ach ja. Ach, schon wieder, ja. Upsi, tut mir echt leid. So, gut. Nächste Runde. Ja, jetzt am Schluss immer ist es... Also entweder ist es total stressig, weil man noch ziemlich viele Feinde hat und dann schauen muss, dass man die ganzen Armeen von allen Seiten wegbringen kann. Oder ist jetzt halt super easy. Also, wenn ich jetzt noch viele Schlachten schlagen müsste, dann wäre es schwer, weil ich gerade Nahrungsmittelknappheit habe. Aber so ist es eigentlich ziemlich in Ordnung. Ah, da plündert jemand. Marsilia ist mein militärischer, gell? Ich glaube, das habe ich ja letzte Runde auch schon gefragt. Also, letzte Folge. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von... Deren Forderung ist 6000. Nö. Ich mach dich platt. Vor allem ja, Makedonien ist ja jetzt auch richtig stark. Oh. Da habe ich gerade eine Fullstack gesehen. Bankett der Rivalen. Ich nehme teil. Politische Intrigen. Was? Euer Diplomat hat euch hintergangen. Okay. Und das heißt, Strafe für Technologieerforschung. Euer Diplomat ist zusammen mit einem Rittmeister zurückgekehrt. Eure Kavallerie werden besser ausgebildet. Wow, cool. Nahrungsmittelknappheit, bla bla. So. Du gehst mal nach da unten. Ich will meine Armee auswählen. Du gehst nach da. So. Neue Partei gegründet. Okay. Wer hat mich hier hintergangen? Du gehst gleich nochmal auf. Du gehst mal jetzt zu denen. Vielleicht wirst du ja zufällig getötet. Will man ja auch nicht, ne? Du gehst zu den Arvenern. Du
Willst du mich verarschen? Es. Warte mal. Der gehört jetzt. Ist so ein Kack immer. Wenn die jetzt. So, ja, wir wollen jetzt. Keine Ahnung. Eine eigene Fraktion bilden. Meine Güte, aber das macht doch keinen Sinn. Also die haben es doch bei uns so gut. Schniff. So. Das Geilste war, als unser, das ist halt ein bisschen random, mit ein bisschen zu viel Ehrgeiz. Also die, je mehr Ehrgeiz die Leute haben, desto mehr, ja, der hat sich noch nicht bewegt. Ah, hat der sich bewegt? Ich glaube schon. Egal, ich gehe jetzt trotzdem hier. Je mehr Ehrgeiz die Person hat, desto mehr, wollen sie Macht. Und das Coole war, oder das Peinliche war, bei meiner Rom-Kampagne ist dann plötzlich mein Diktator, hat dann eine andere Fraktion gebildet, was sehr viel Sinn macht. Also, ja, das war sehr amüsant. Also einfach, ja, keine Ahnung warum, aber ja, wir machen jetzt mal. Ich bin zwar der Herrscher von ganz Rom und mir gehört auch die Partei, aber der Name taugt mir nicht, deswegen mache ich jetzt meine neue Partei. Ach, naja. Gut. Was machst du eigentlich? Du machst das da, Dreizack. Stimmt, was machst du eigentlich? Du gehst hier hoch. Wie lange brauchst du eigentlich noch? Noch 3 Runden. Du machst gar nichts. Du bekommst noch was. Oh, das habe ich dann vergessen. Da mache ich Verstärkungsrate. Da hier neue Aufschwung. Aber ich glaube. Ich glaube hier Kampfrhythmus und Verstärkungsrate. Vor allem, der ist jetzt ja ziemlich platt. Warte, was brauche ich bei dir? Bei dir brauche ich. Die sind eigentlich auch ganz gut. Aber hier bekomme ich, warte. Auflösen. Und 4 bauen. Weil dadurch habe ich jetzt, ich habe ja gerade den Dude bekommen. Von den Diplomaten. Das war gar nicht so schlecht. Warte, was machen die denn? Brauche ich nicht. Minus 18. Also ein bisschen hat sich schon verbessert. Jetzt muss ich mal schauen. Also, nächste Runde komme ich da hoch. Ich muss halt jetzt mit den Einheiten versuchen. Oh. Der kommt jetzt hier hin. Weißt du was? Das mache ich mal. Vielleicht stirbt er. Ja. Das war ja ein Feind. Das ist in Ordnung. Das war in Ordnung. Ups.
Ja, jetzt mach mal hin. Das ist halt auch ein bisschen das Problem, wenn man... Ne? Ach, was machst denn du hier? Wenn man so viel sieht, dann braucht es halt ewig, bis das durch ist. Oh nein, er ist gestorben. Rang erhöht, politische Intrige. Warte, oh, das muss ich lesen. Also, euer Diplomat ist mit einem großzügigen Tribut zurückgekommen. Ist zusammen mit einem Rittermeister. Schon wieder. Rivalen im Parkett, genau. Und das hat den gefallen. So, heißt das jetzt, dass wenn ich nochmal Pferde ausbilde, dass sie dann... dass sie dann noch stärker werden? Nee, okay. Hatte mich auch gewundert. So, nochmal. Bitte attentatieren. Was? Die hat meine gekickt? What? Minus 10%, ja, na und? Aber dann habe ich immer noch super viel. Okay, sie hat ziemlich viel. Okay, minus 5. Ja, okay, das ist, na gut. Na gut. Warte, ich gehe mal hier hin. Weil hier, der hat positive, Nahrung. Gut, du bunkerst dich mal einfach ein. Und du bunkerst dich auch einfach mal ein. Just for fun. So. Jetzt da oben. Ja, komm ich hin. Ach, es ist ja gar nicht so sicher. Ja, dann komm, dann spielen wir mal. Dann, ja. Dann playen wir ein Game hier. Aber warum ist es nicht sicher? Wahrscheinlich, weil... Okay, die Augen der Weltschlange hat 700. Ja, vielleicht zusammen. Hm. Ja, das ist auch die Königin. Also ja, die wird, denke ich mal, nicht so leicht zu töten sein. Aber das werden wir jetzt sehen. Gegen meine Piken, hallo? Schnee! Ja, machen wir doch während dem Schnee. Wenn mein Computer das erlaubt. Ah, es ist wieder die Karte. Na gut. Dann werden wir es mal wieder so machen wie immer, ne? Also, die werden hier aufgestellt. Ups. Die kommen dann da oben hin. Der General kommt nach da. Die Hüs kommen nach da. Und die zwei. Ja, Pekiniere. Ja, kommen nach da und dafür zwei Hopliten. Ja, oder? Ja, komm. So, die stapfen mal hier hin. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Die stapfen hier hin. Die stapfen hier hin. Warte, auch dahin. Die stapfen hier hin. So. Sehr schön. Und die Pferdis. Warte mal. Warte, Hopliten. Die kommen vielleicht nochmal hier hin. Dann gehe ich mit den Pferden hier hinten hin. Er kommt doch.
Ihr dürft rennen. Ihr dürft rennen. So. Sondern bitte schön in die Phalanx. Flap, flap, flap. Schießen? Warum schießen die noch nicht? Na, die sind... Ah, jetzt halt. Defensivmodus. Warte, oder ich schieße da in den Rücken, damit die schnell da wegkommen. Nein. Jetzt halt zu dumm. So. Stimmen schon ein paar. Die Männer wanken. Ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Oder, ja, greif mal die an. Okay, langsam wird's eng hier. Hier geht mal vor. Hier geht auch mal vor. Hier geht mal hier hin. Du gehst mit. Unser General wird angegriffen. Nee, wird er nicht. Was machst denn du? Ja, dann greif halt an. Wie sieht es hier hinten aus? Naja. Und wir kommen mal hier hin. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das ist gerade nicht gut. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. Jetzt mach den mal platt hier. Also. So. Der General geht mal zurück.
Alter, was sind das denn für... für heftige Viecher? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. Gehst mal zurück. Uiuiui. Natürlich sind da noch Speerkämpfer im Wald. Die machen das schon, die tauschen mal Platz und du gehst mal hier hin. So. Gut, hier läuft das. Ah, hier sind auch noch Frischfleisch. Ah, mein General. Unser General ist gefallen. Ja. Ja. Ich wusste nicht, dass der so... dass die alle so... wehrfütig sind, sag ich mal. Nee. Alles, das war mein General, oder? Oder? Nee, das war... Ah, das war der andere. Ja, okay, dann ist es in Ordnung. Macht ihn doch mal platt, meine Güte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, dann gehst du auch da rein. General ist jetzt vollständig vernichtet. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ah, da ist ja noch einer. Und jetzt? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt schön von hinten. Das Interessante ist, die Jugendlichen meine Peltasten platt machen. Ist sowas von unlogisch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Meine Jugendliche sind. Naja, egal.
So, naja. Es hätte sehr viel besser ausgehen können, aber passt schon. Es passt schon. Ach, ja, die Hälfte habe ich verloren, ja. Oh, hey, mal. Passiert. Also wenn das jetzt, wenn ich mit der Armee noch weiter angreifen hätte müssen, dann hätte ich es anders gemacht. Und zwar hätte ich zuerst die Hauptstreitmacht, die gelandet ist, ja, empfangen quasi. Warte. Ich besetze. Weil Geld brauche ich ja eigentlich nicht. Ich nehme einen von mir. Moral für alle. So. Den mache ich zu Futter. Den mache ich weg. Den mache ich auch zu Futter. So. Die Königin ist natürlich verschwundibus. Warte, du könntest jetzt. Auch. Na komm. Hier reingehen. Sautla. Wir sind jetzt fertig, würde ich sagen. Und. Ja, nächste Runde. Nächste Runde greifen wir Sinope an. Und. Ja. Befreien die, würde ich sagen. Und hier. Genau. Der braucht auch ein bisschen Zeit. Ah, cool. Bis er wieder ganz normal. Also vollständig besetzt ist, bemannt ist. So. Kurz mal durchschauen, der ist gut. Der macht halt dann mehr negative öffentliche Ordnung, aber das ist vollkommen in Ordnung, weil wir brauchen Essen. So. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.